Die Heizperiode naht. Die Sorgen der Bürger vor Energiepreisexplosionen wächst. Umso höher waren die Erwartungen an den Energiegipfel MV am 22. August bei der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern in Rostock. Die Landesregierung hatte Vertreter von Kommunen, Gewerkschaften, Verbänden, der Verbraucherzentrale und der Energiewirtschaft eingeladen, um gemeinsam Wege zu finden, wie der Energiekrise begegnet werden kann. Das Ergebnis: ein 10-Seiten-Papier. Auf einer Pressekonferenz am Abend informierte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig über die wichtigsten Inhalte. Ich bin sehr positiv überrascht, dass alle die Idee des Energiepreisdeckel unterstützen. Es geht darum, dass wir dafür sorgen wollen, dass 80% des bisherigen durchschnittlichen Energiebedarfs eben gesichert sind zu stabilen Preisen. Wer mehr verbraucht, muss dann mehr bezahlen. Aber das wäre so eine Art Grundausstattung und damit gäbe es eine Planungssicherheit. Und mit diesem Modell wollen wir jetzt an die Bundesregierung herantragen. Das heißt, diese Maßnahme bleibt vom guten Willen der Bundesregierung abhängig. Doch auch das Land selbst hat einige Festlegungen getroffen, um die Bürger zu entlasten. Ergänzend zu den Maßnahmen des Bundes sollen in besonderen Härtefallsituationen Hilfen gewährt werden. Dafür legt die Landesregierung einen Härtefallfonds in Höhe von 30 Millionen Euro auf. Beim Härtefallfonds geht es darum, dass wir helfen wollen, wenn Maßnahmen des Bundes nicht ausreichen. Wir wollen mit dem Bund wieder einen großen Schutzschirm, schon wie bei Corona, damit wir Bürgern helfen, damit wir Wirtschaft helfen, die in Existenznot geraten. Und manchmal ist es so, dass auch das alles nicht hilft und es einen absoluten Härtefall gibt. Und dann wollen wir aus dem Härtefallfonds heraushelfen. Wichtig ist aber eigentlich, dass gar nicht die Menschen in eine solche Notlage kommen. Und da kann der Energiepreisdeckel helfen. Denn wenn schon 80% des durchschnittlichen Energieverbrauches finanziell stabil wären, dann würden die meisten auch gut durchkommen. Auf dem Energiegipfel ging es auch darum, die Pläne für die LNG-Terminals in Lubmin und Rostock voranzutreiben. Aber auch um den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien und die Beschleunigung von entsprechenden Genehmigungsverfahren. Mit einem 10-Millionen-Euro-Programm für Photovoltaikanlagen wird künftig die Investition von steckerfertigen PV-Anlagen auf Balkonen, an Fassaden und auf Terrassen gefördert. Das Programm soll bereits im Oktober an den Start gehen. Das Land, die Kommunen, die Wirtschaft und die Bürger sind außerdem aufgerufen, Energie zu sparen. Entsprechende Hinweise für Verbraucher gibt es auf der Website der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern.